Freunde, herzlich willkommen im Grillstudio, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute gibt es was Leckeres. American Kotelett. Sagt da mal noch nicht viel aus, aber wir machen heute richtig schöne Nackenkoteletts. Richtig schön in einer amerikanischen, auf einer amerikanischen Art und Weise, in einer Soße, geschmort im Pelletgrill und geiler, überbackener Semmelknödel mit, ja genau, Bier, Schmor, Kohl. Richtig gehört. Und wie das funktioniert, zeigen wir euch gleich. Und für unser American Kotelett brauchen wir die Zutaten, die ihr hier seht. Wir haben ja einmal Ketchup, das habe ich selber gemacht. Wir haben Senf, Semmelknödel aus dem Glas, nehme ich heute mal wieder. Worcester oder Worcester Sauce, Cayennepfeffer, einen schönen, leckeren Käse. Das ist ein Rotschimmelkäse aus dem Allgäu. Zwiebeln, verschiedene Gewürze. Ich nehme jetzt ein Rauchsalz, um ein bisschen an Rauch mit reinzukriegen. Piri Piri für ein bisschen scharf. Ja, brauner Zucker, Barbecue-Soße, Zitronensaft, Paprikapulver, ein Kohl. Einen halben Weißkohl, hier Nackenkoteletts und Bacon. Ihr hört es ja immer wieder, es gibt ein paar Sachen, bei denen mache ich grundsätzlich mehr und friere es mal weg oder packe es irgendwie in einen Kühlschrank oder so und hebe es auf, damit man sich die Arbeit bloß einmal macht und später ein bisschen da Freude dran hat. Zum einen sind das Semmelknödel, klar sind sie heute aus dem Glas, aber so Knödel mache ich immer mehr. Friere sie weg. Spätzle mache ich mehr, Pulled Pork mache ich mehr, einfach um mir ein wenig Arbeit zu ersparen. Also wenn ihr Semmelknödel macht, denkt an das Rezept, dann macht ein paar Semmelknödel mehr und dann gibt es am Tag drauf oder zwei Tage später oder eine Woche später, wenn ihr sie einfriert, gibt es ein leckeres American Kotelett aus dem Grill mit leckeren Semmelknödel. You got me tiptoeing around you like you made a glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose. Bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. So, jetzt nehmt euren Seitenkocher beim Gasgrill her oder euren Pfannenknecht, wo Kohle unten drunter liegt und gebt da eine feuerfeste Form drauf. In unserem Fall heute die Petromax K8 Kastenform, weil unsere Koteletts, die waren nicht klassisch gegrillt, nein, die waren richtig schön rausgeschmort in einer geilen amerikanischen Soße. Einfach amerikanisch halt. Sobald die feuerfeste Form heiß ist, gebt da Butter rein und dann seht ihr das schon, sobald die Butter Blasen wirft, sobald die Butter schäumt, ist es soweit, dann können wir unsere Zwiebeln anbraten, andünsten. In der Zwischenzeit bereitet ihr euren Grill vor. Wir brauchen heute 200 Grad indirekte Hitze. Wir verwenden, vielleicht hört das schon im Hintergrund heute wieder, der Träger Pelletgrill. Ihr könnt natürlich auch einen Keramikgrill, einen Gasgrill, einen Kugelgrill hernehmen. Es geht sogar theoretisch im Backrohr. Sobald die glasig sind, geben wir da jetzt unseren Zucker rein. Kalorien zählen dürft ihr heute wieder nicht. Nachher in unseren Bierschmorkohl, den es heute gibt, da kommt auch noch eine Portion Zucker rein. Ah, ich find's geil. Und bevor der jetzt unten am Boden angeht, müssen wir da Flüssigkeit reinbringen. Gebt jetzt einfach die kompletten restlichen Zutaten da rein. Ketchup. Ein bisschen Senf. Jetzt müssen wir es eigentlich nur noch abwürzen mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, ein bisschen Paprika und Chili. Dann haben wir es schon. Kochen wir das schön auf. So, und sobald das Ding kocht, ne, gebt ihr da eure Koteletts rein. Die, wie ihr seht, wirklich komplett ungewürzt. Einfach so roh und ungewürzt, wie sie sind, kommen die Nackenkoteletts in die Soße. Schaut halt, dass die untergehen, dass die wirklich komplett in dieser Soße drin liegen. Sollte das nicht der Fall sein, ist auch kein Problem. Dann müssen wir die halt immer wieder mal ein bisschen umrühren und mit Soße begießen. Ihr könnt euch ja vorstellen, die kriegen ja sonst jetzt überhaupt keinen Geschmack. Ja, hätte ein bisschen mehr Soße werden können, gell? So. Ja, und genau so schmeißen wir das jetzt auf den Grill. Zu lang kochen lassen dürft ihr es auch nicht, weil die Soße jetzt nämlich noch andickt. Das wollen wir auch nicht, weil sonst kriegen wir nachher die Koteletts dann nicht mehr raus, wenn wir nur den richtigen Brei haben. So. Gegebenenfalls soll es jetzt im Grill weiterkochen, dann nehmt da einfach einen Schluck Wasser,
schüttet es da drauf, dass es wieder ein bisschen flüssiger wird. Also ab und zu mal reinschauen ist jetzt überhaupt kein Fehler. Das kommt jetzt für eine Stunde bei 200 Grad indirekt auf den Grill. Dann habt ihr ja Speck gesehen, der kommt jetzt da auch noch mit dazu. Den lassen wir jetzt nur aus. Den brauchen wir später schön knusprig auf unserer Beilage. Das war's jetzt schon. Jetzt machen wir noch unsere Bierschmorzwiebeln und dann Bierschmorkohl machen wir ja heute. Wir machen ja gar keine Zwiebeln. Selbes Rezept wie bei den Zwiebeln, nur mit Kohl. Okay, genau für den heizen wir jetzt das nächste Gussgerät vor, die Petromax FP35. Ihr seht schon, tendiert da eher zu einer Marke. Gell? Sobald man da jetzt das Öl oder Butterschmalz, Griebenschmalz könnt ihr mir auch ganz gut vorstellen, erhitzt habt, kommt da der Kohl rein. Oh. Die Zwiebel warten wir noch ein bisschen. Die Zwiebeln brauchen nicht so lang zum Weichwerden wie der Kohl. Im Prinzip ist es dasselbe wie bei den Zwiebeln. Wir dünsten das jetzt an. Die Zwiebeln kommen dann auch noch mit dazu. Dann karamellisieren wir mit braunem Zucker und kippen gutes Bier drauf. So, jetzt geben wir die Zwiebeln dazu. Bevor das jetzt dunkel wird, hier seht ihr schon, es nimmt schon langsam Farbe, geben wir noch geschwind eine ordentliche Portion Zucker da rein. So. Und lassen den auch einmal schön karamellisieren. Ich bin ja sehr gespannt, wie das jetzt mit Kohl, mit Weißkohl wird. Bei Bierschmorzwiebeln, das habt ihr ja jetzt ein paar Mal schon gesehen, die lieben wir. Die lieben wir alle. Die sind einfach mega lecker. Die passen einfach überall dazu, ob das ein Steak ist, ob das ein Braten ist, ob das ein Burger ist. Bierschmorzwiebeln, Bratwurst, voll geil. Passen einfach immer. Und jetzt haben wir gedacht, immer nur Bierschmorzwiebeln ist langweilig. Wir machen es einmal mit Kohl. Außerdem hat meine Frau noch einen halben Übergang von gestern. Also. Und jetzt kommt das Bier da ins Spiel. Schüttet da so viel Bier da rein, dass euer Kohl bzw. eure Zwiebeln gerade so schwimmen. Ja, in so einer großen Pfanne, bei der Menge ist es natürlich leider eine Flasche. Kochen lassen, bis das Bier annähernd verkocht ist. Jetzt sagen wir, machen jetzt einfach mal nur ganz geschwind der Rest und dann haben wir eine Dreiviertelstunde völligst unsere Ruhe. Das wird toll. Unsere Semmelknödel müssen wir jetzt herrichten. Ich sage ja, ihr könnt welche machen, ihr könnt welche vormachen und einfach die schon vorgekochten Semmelknödel nehmen. Wir haben endlich einmal wieder von Knödelkult die Semmelknödel aus dem Glas. Die sind super lecker. Die sind so lecker, die habe ich mir sogar gekauft. Die sind nicht einmal gesponsert. Das schütteln wir einfach da raus. Die Idee dahinter habe ich euch schon mal erzählt. Die sammeln in der gesamten Region, wo sie herkommen, sammeln die von Bäckern altes Brot ein. Das ist auch quasi das Knödelretter. Nein, das ist jetzt Brotretterknödel, so heißen sie es genau. Und aus diesen Resten, wenn man sagt, okay, zum Wegwerfen ist es zu schade, finde ich total coole Idee, machen die Knödel im Glas und verschicken die. Teilweise haben sie es bei sich in der Region auch in den Läden stehen, kommen vom Bodensee. Also ich finde es total witzig, ich finde sie total lecker und deswegen gibt es die auch immer wieder bei uns. Da schneiden wir jetzt einfach Scheiben runter. Macht ihr mit euren Knödeln genauso. Die Knödel gibt es sogar in verschiedenen Variationen. Das ist jetzt der klassische Knödel mit Petersilie. Dann gibt es noch mit Karottenstückchen. Die gibt es mit Äpfel und mit Zimt. Das ist der hier. Dann gibt es noch mit Mohn. Ich habe alle schon probiert. Alle sind lecker. Und ich möchte euch einfach mal wissen, den Unterschied so mit herzhaften Käse, mit dem Bierschmorkohl obendrauf. Deswegen gibt es jetzt gerade auch noch ein Glas Apfelzimt. Mega, wie geht die. Die Gläser übrigens, die kann man wunderbar hernehmen, kann sich ja mal selber Ketchup kochen, Barbecue-Soße, Marmelade. Also ich bin immer froh, wenn mal ein paar Gläser wieder leer sind. Ich verlinke es euch einmal unten, Knödelkult, www.knödelkult.de. Jetzt genug Werbung, jetzt machen wir weiter. Als nächstes müssen wir unseren Käse vorbereiten. Da kommt jetzt nämlich eine Schicht Käse. Auf den Käse kommt eine Schicht Kohl. Und auf den Kohl kommen ein paar kleine, große Baconstückchen. Das ist der Plan heute. Und apropos Bacon, da schaue ich jetzt mal schnell hin. Wir sind jetzt bei 45 Grillminuten angekommen. Wir haben immer wieder ein bisschen
Soße über die Koteletts drüber geschüttet, gell, dass sie schön feucht bleiben. Das köchelt schön vor sich hin. Da geht man gleich noch eine Barbecue-Soße rein, aber ihr habt es ja, 45 Minuten haben wir gesagt, sind wir dabei. Ihr habt es vorher gehört, 60 Minuten brauchen wir. Wir müssen die Knödel noch geschwind in den Grill bringen, dass der Käse schmilzt. Bierschmorzwiebeln, Bierschmorkohl ist angesagt. Da kommen jetzt noch ein bisschen der Pfeffer rein. So. Salz. Und Barbecue-Soße eurer Wahl. Wir haben heute mal eine Stockyard, die will geil raus. So, ein paar Minuten noch, dann ist endlich soweit, dann können wir essen. Schön. Ja. Der Käse blubbert, das Fleisch schmort. Bilder, Fazit. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie das Ganze schmeckt. Ja, glaube ich euch, ich auch. Gell? Stellen wir mal das Beiwerk hier auf die Seite und dann ausschauen tut es schon mal mega, riechen tut es noch viel besser. Und probieren, ja, das fehlt noch. Ich würde sagen, ich fange mal mit dem Kotelett an, bevor es kalt wird. Aber das ist ja, das ist ja butterweich. Flo. Freu dich. Ich habe anfangs ein bisschen Skepsis gehabt mit dem vielen Essig, mit dem Zitronensaft dazu noch und Fleisch nicht gewürzt. Aber hey, kann was. Ich liebe geschmorte Sachen, ganz ehrlich. Und der Knödel, auf den freue ich mich ganz besonders. Das war gerade dieser Apfel-Zimt-Knödel, der mir im Hals steckt. Ist mir auch noch gar nicht passiert, der falsche Hals. Entschuldigung, vor lauter lass mich auch noch mit, habe ich der falsche Hals erwischt. Ist das geil. Dieses Kohlgemisch, dieser süße Knödel mit dem Zimt, das ist was, wo man überhaupt nicht erwartet. Das ist sowas von mega. Jetzt probieren wir der andere auch noch mit Speck. Der Käse oben drauf. Oh. Also auch der normale Semmelknödel. Ist das geil. Da muss ja fast ein schönes Roast Beef im Heugigart dazu oder so. Das lässt ja wirklich das Kotelett im Regen stehen. Wobei, also mega, voll geil. Diese Säure, diese angenehme im Hintergrund, diese mega Süße, wo da dabei ist. Der salzige, karosse Bacon. Boah. Ihr seht, AJ hat Hunger. Wir gehen essen und sind raus. Freunde, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es nachgemacht habt, schreibt uns und das Video eure Meinungen. Das wäre für uns ganz, ganz wichtig. Wirklich. Unten eure Meinung reinschreiben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, Mittwoch früh um 6 wieder. Und bis dahin sagen wir, Servus, habe die Ehre, macht's gut. Das Team AJ Barbecue ist raus. Ciao.